Hey, ihr wunderschönen Leute da draußen, willkommen zurück zu House of Ashes. Ashes natürlich. Ja, es geht weiter hier mit Jason und Nick in der Grabkammer. Und ich habe gemerkt, letztes Mal haben sich ein paar Leute daran gestört, dass ich eine Figur habe sterben lassen. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Figur. Das wäre die letzte Folge, die ich gesehen habe. Schaut es euch nochmal an. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das ist ein Spiel. Und ich werde hier bewusst verschiedene Entscheidungen treffen. Und ich werde es nicht nur einmal durchspielen, sondern vielleicht zwei, dreimal. Mal gucken. So wie ich das mit Until Dawn gemacht habe. Leider haben mir Man of Medan und Little Hope nicht so gut gefallen, dass ich das machen wollte. Aber naja. Oh, hier donnert es wieder. Das ist kein guter Donner, wie Gewitterdonner, sondern Steintrümmerdonner. 2. April 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand unleserlich Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich mit in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl unleserlich und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissenslustige Aline Journeau, aufgesammelt. Unleserlich. Bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice van Huyten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf, unleserlich. Voll doof. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach, unleserlich. Oh geil. 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. Ich finde das immer so toll gemacht. Also ich habe ja schon auf Twitter gelesen, dass Leute das teilweise so cheesy finden, das Spiel hier, dass es immer genau dasselbe Quatsch ist. Und auf Englisch soll es auch... Ich werde wahrscheinlich einen Durchgang auf Englisch machen, Leute. Ich sag's gleich, bevor sich jemand dran stört. Ich möchte mich gerne mal die englischen Stimmen hören. Es ist zwar noch genauso cheesy, aber es hört sich einfach besser an, wahrscheinlich, die Dialoge, weil Dialogregie ist hier nicht so das Großgeschriebene. A59. Eine Tontafel mit einer Art Sternenkonstellation. Auf ihr klebt ein Schild zum Katalogisieren. Und wir haben das hier gefunden. Dieses Tagebuch beschreibt die Entdeckung des Tempels durch die Archäologen. Jo. Wie gesagt, ich will halt einmal die englische Sprache hören. Das habe ich jetzt bei anderen Spielen nicht gehabt. Bei Little Hope und Man of Medan, weil nichts gegen deutsche Tonstudios oder Studios, wo das ja eingedeutscht wird und vertont wird. Aber die Qualität ist halt leider oft ein bisschen wankelmütig, weil die müssen das auch oft last minute machen und das wirkt dann alles so ein bisschen gehetzt und unfertig. Aber gut. Haben wir hier noch was? Wo ich jetzt weitergehe. Einen interessanten Kommentar von Mantico habe ich bekommen, dass es sie, wie heißt sie nochmal, Lemara, die erste Vampirin, die in Aufzeichnungen eben erwähnt wurde. Dass es sich um sowas hier handeln könnte. Die ersten Vampire quasi, bevor diese ganze Dracula-Sache da kam von Bram Stoker. Er könnte uns unten auflauern. Ist das Joey? Er lebt noch. What? Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Was? Warum? Er ist gestorben in seinen Armen. Nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Ich bin voll bei Jason, aber wir haben ihn wirklich sterben sehen. Ich bin auch voll bei euch. Ich finde es cool, dass sie das nicht eingedeutscht haben.
Das Vieh lebt nicht ernsthaft noch. Oh Mann. Es lebt wirklich noch. Oh crap. Nicht dein Ernst. Oh. Diese Krallen alleine. Oh mein Gott. Er ist, ja, ich wollte gerade sagen, mutig ist das jetzt. Erwachsen, hoffnungsvoll und pflichtbewusst. Aber komm, bei ihm und Jason hat sich nichts getan, obwohl er, naja. Nee. Irgendwann ist auch mal gut. Ich gehe erstmal die Sachen gucken. Vorsichtig. Ja, ist auch besser so, ne? Brieftasche? Was? Hat das Vieh eine Brieftasche gehabt? Dar. Oh, das ist der Captain, ja, Dar. Schade, dass er keine Kohle dabei hat. Oh, sag bloß, ich muss an dem Vieh vorbei, hä? Das mit den Treppen ist halt super unglücklich. Und wir sind nicht Lara Croft, wir können nicht eben mal ein bisschen Anlauf nehmen und über die Kante. Nee, das wäre, glaube ich, zu gefährlich. Aber hey, ich wäre auch vorsichtig, wenn da so ein Vieh drunter eingeklemmt ist und du weißt halt nicht, ne? Warum kletterst du nicht einfach drüber oder hier durch? Ist doch nicht so schwer. Hat sich das eben noch bewegt oder war das die Kamera? Oh, jetzt geht's weiter, okay. Oh, abschneiden, Trophäe. Stur. Ja, muss ja, was soll ich machen? Dein hässliches Gesicht sehen jetzt. Jetzt macht er doch einen auf Lara Croft. Ich mag Salim. Er soll seinen Sohn wiedersehen. Jetzt kurz. Ultraviolett. Salim entdeckte, dass die Kreaturen kein Sonnenlicht vertragen. Aha. Nein. Er stellt sich aber auch an gerade. Aus dem Mund zu. Der Speichel. Er hat's echt gekillt. Hello, American. Die sterben alle, die sind gesichtslos. Das war leider klar. Ich
Wie in Star Wars. Oder Star Trek mit den roten Shirts. Aber da bist du besser mit der Stange hier beraten, Salim. Die Knarren, die kommen gar nicht erst durch, was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil der Punkt der Energie, die freigesetzt wird, ist viel kleiner als bei... Ist egal. Ist egal. Ja, wobei, wenn die so eine Kevlar-Haut haben, ne? Aha. Ach so, eine Scheibe. Ja, auch katalogisiert. Na klar. Ein Stein mit Loch, der Leute zeigt, die etwas im Himmel anbeten. R19. Ich frag mich, warum nehmen die das nicht mit? Das ist doch viel wert. Also für den Fall, dass du hier rauskommst, ne? Das hat so ein bisschen auch Descent-Gefühl für mich hier. Das ist total geil. Ich liebe The Descent. Einer der besten Horrorfilme in meinen Augen. Schaut euch an, The Descent, Leute. Der zweite ist okay, der erste ist super. Hörst du Joy noch? Ich weiß nicht. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Ich glaube, Joey und wie hieß sie nochmal? Doktorin mit C. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Nichts dem Zufall überlassen. Die waren ja in Little Hope. Vielleicht haben sie die nur aus Gag reingenommen und die sterben halt beide am Anfang. Vielleicht ist ja mit zwei Akteuren hier genauso im nächsten Spiel. Hier stimmt was nicht. Hört sich nicht an wie ein Mensch, oder? Jason? Alter, ich wette mit euch, er ist verwandelt worden oder so. Ist Joyce. Er steht schlecht auf ihn. Wir müssen uns beeilen. Da stand ja was von dem Speichel. Ich wette, der infiziert die. Hallo? Und die verwandeln sich dann selbst in diese Viecher. Wir sollten nicht hier sein. Aha. Konzentrier dich. Lass dich nicht irre machen. Warum tut er die ganze Zeit so, als wäre Nick bescheuert? Nick ist doch nicht verrückt. Das ist ein echt solider Felsen. Sind die Viecher etwa dadurch? Ich will nicht bleiben, um es herauszufinden. Es muss doch echt langsam mal Nacht werden hier. Er ist schwer verletzt. Das ist jedenfalls sicher. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Jetzt haben wir hier wieder so eine Steintafel. Die machen es mir echt ein bisschen zu einfach, die Dinger zu finden gerade. Bei Until Dawn musste man richtig suchen nach den Totems. 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie unleserlich gesehen. Sieht halt echt aus, als hätten sie das einfach geblurrt, aber wirklich korrekt genau die Worte. Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter geopfert, die meisten Opfer unleserlich in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten unleserlich. Welche Plage oder Katastrophe forderte einen solchen Preis? So viel unleserlich. So much pain. Ja. Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, ist unleserlich. 7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen.
Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Aha. Wie gesagt, ich find's, find's richtig gut. Hups. Das mit den Nacherzählungen ist so super. Haben sie da gefunden? Ah, Salim. Ergeben. Ja, ich würde ihn noch nicht abknallen. Ich finde Salim zu sympathisch. Der will einfach nur seinen Sohn sehen. Und jeder kennt das ja, wenn man Eltern ist. Man will halt nicht, dass das Kind auf die schiefe Bahn gerät, ne? Wir kennen nun den Gegner. Augen auf. Wachsam sein. Ich wette. Das ist so abgefuckt. Ich wette, das ist Joey. Wie hat er überlebt? Er war doch mausetot, oder? Was passiert, wenn er an die Sonne geht? Oh nein. Da geht's jetzt hoffentlich nicht weiter. Braucht Deckung. Ah, sein Päckchen. Aber er der Medic oder was? Blut. Nick hat Joys Verbandskasten in den Tunneln gefunden. Aha. Das ist eher der Medic, ja? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Ich finde das ein bisschen... Hä? Ach nee, das war die Sackgasse. Ja, ja. Ja, mich macht die Kamera irre, Jason. Mich macht die Kamera irre. Hier spricht... Oh. Vielleicht Bade. Ist er nicht allein. Joey, bist du das? Rein da! Rein da! Ja, die Viecher sind ja nicht da, es ist nur Joey. Oh! Oh, crap. Wie kann der Arsch noch Munition haben? Der Infizierte vielleicht? Alter. Granate! Verdammt! Scheiße, Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 2, 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2, 1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Er kämpft vielleicht noch. Und die Klicker wieder. Ja, super, das Ende. Jetzt geht auch. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie.
wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Na komm. Bin bereit. Dann mal los. Ich mag Salim. Ist ein Guter. Und er weiß halt auch, wie man sie tötet. Rachedurstig. Rachdurstig. Das schnüffelst du jetzt nur, oder was? Ich kriege aber auch gar nichts mit, ne? Wenn du langsam und leise bist. Eigenschaften, ja. Ich stimme dazu, zusammenzuarbeiten. Oh, guck mal, Salim geht vorwärts. Oh. Ja. Töte es. Voll gut. Das ist so einfach, oder? Die machen ja gar nichts. Die wehren sich nicht mal. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Ganz kurz, Ultraviolett. Nick und Salim arbeiteten zusammen, um eine der Kreaturen zu töten. Also Salims Killcount ist halt schon 2-0, ne? Ich meine, oh, die sind Best Buddies direkt. Guck mal, besser als Rachel, seine Geliebte sogar. Am Ende heiraten die beiden noch, er und Salim. Das war lustig. Alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du war ich auch nie gläubig. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee.
Wow. Shukran. Wir haben Fantasy-Rollenspiel, oder was? Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Versteck dich. Los. Los. Ja, lieber vorsichtig sein. Wer weiß, wie er reagiert. Oh, ich meine, es ist Jason, der ist cool. Scheiße, Nick. Du hast das Vieh allein gekillt? Alles gut, Nick? Heftig, nee. Ich bin kein Arsch. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Entschuldigung, muss kurz gucken. Nach dem Treffen mit Nick entfernte sich Salim von den Amerikanern. Ah, ja. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Das Beste wäre, die Welt zu dritt weitergegangen, aber naja. Hätte ich das Heftige gemacht, dann wäre es bestimmt zu einer Eskalation gekommen. Und das hat Salim nicht verdient. Man weiß es halt nie, es ist immer so vage, was da passiert, finde ich. Bisschen uncool, leider. Gleich knallt's. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Oh. Geil Crush hier. Ich will lieber nicht damit. Ich bin immer für dich da. Ah, Best Buddy ist hier. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal was kommt. Süß. Echt süß. So, hier, guck mal. Es ist nur minimal hochgegangen. Okay. Ja, und Eric ist tot. Den müsste man eigentlich ja rausnehmen. Also. Fairerweise. Armer Kerl. Aber das ich habe ja gesagt, wir ziehen das mal durch, so. Dieses Mal. Weißt du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Oh Mann. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er. Geht dir das gar nicht nah? Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Der geht überhaupt nicht drauf ein. Scheiße, die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Das sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder.
Blablabla, Leute, das war's erstmal. Ich würde sagen, für den Part reicht's. Heute kommt noch einer. Ich hatte das Wochenende ein bisschen wenig Zeit, deswegen kam immer nur einer täglich. Aber heute wieder zwei. Deswegen seid nicht traurig. Heute geht's noch weiter mit nicht Until Dawn, sondern House of Ashes. Ich freue mich drauf. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Danke, tschüss.